München sehen und erleben. Ihre Spezialisten der Augenklinik Theresienhöhe wünschen gute Unterhaltung. Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Heute soll es um Naturprodukte gehen und um biologische Ernährung, um gesunde Ernährung. Auf der anderen Seite hat sich aber jetzt auch immer häufiger haben sich die Menschen zu Wort gemeldet, die sagen, dass Naturprodukte und biologische Ernährung eigentlich gar keinen großen Unterschied macht, dass biologische Ernährung, Bioernährung eigentlich genau das Gleiche ist wie nicht biologische Ernährung. Und da habe ich natürlich jetzt Experten hier bei uns im Studio und mit denen möchte ich diese Frage jetzt gerne diskutieren. Ich begrüße ganz herzlich Karl-Ludwig Schweißfurth, herzlich willkommen. Sie sind ein Pionier der, ja, der gesunden, der biologischen Ernährung. Bin sehr gespannt auf Ihre Meinung dazu, dass dieser neue Trend dem biologischen der biologischen Ernährung gegenüber, ob das, wo das herkommt. Ich begrüße ganz herzlich Christine Reinhardt. Sie haben Naturprodukte, die Sie anbieten. Sagen Sie noch mal kurz, was ist das genau, was Sie anbieten? Also Naturkleidung hauptsächlich. Ne? Naturkleidung, ja. Ist es hauptsächlich. Und Spielsachen so ein bisschen noch. Okay. Damenkleidung, Kinderkleidung, viel Babysachen und Spielsachen. Und dann begrüße ich Stefan Paulke, er ist der Vorstandsvorsitzende der Basic AG. Grüße Sie. Ja, also jetzt möchte ich nochmal hier eine Umfrage von der GfK und von der AMI Ihnen vorlesen. Da heißt es, seit 2010 sind es nur noch 28% von 30.000 Befragten, die sagen, Bio ist nicht gesünder als andere Ernährung. Herr Schweißfurth, was ist schiefgelaufen in den letzten Jahren? Ja, ich verfolge das natürlich auch. Und das ist ein ständiges Hin und Her. Und dann kommt ein Gutachten, das sagt mehr pro, und dann kommt ein Gutachten, das sagt mehr contra. Das bleibt auch eine ewige Diskussion. Denn es hängt natürlich auch sehr von der Betrachtungsweise ab. Was ist einem selber wichtig dabei? Für mich ist immer wichtig zu sagen, Leute, ein Lebensmittel ist mehr als die Summe der stofflichen Teile, die man alle heute messen kann, sehr genau messen kann. Ein Lebensmittel ist mehr. Ein Lebensmittel soll Leben vermitteln. Es geht also um Leben. Und Leben ist nun mal etwas, was man nicht messen kann. Noch nicht messen kann. Nicht? Da sind also Bereiche jenseits des Stofflichen, die für mich so unendlich wichtig sind, und eigentlich den Wert des Lebensmittels ausmachen. Ich sage mal, Sie können das so in dieser Sphäre sich überlegen und auch so äußern. Ich sage jetzt mal, bei Basic ist es mehr auch die Frage des Umsatzes. Sie müssen ja, Sie sind eine AG, Sie müssen Umsatz generieren. Wenn ich den jetzt noch mal hier zitieren soll von der GfK, der sagt, es hat eine Erosion der Überzeugung gegeben. Also ich kann mich natürlich auch sehr gut daran erinnern, dass es also so Anfang der 10er Jahre ungeheuerlich noch positiv bewertet wurde. Wie erleben Sie das bei sich ganz konkret im Verkauf? Also ich muss sagen, dass ich das so überhaupt nicht nachvollziehen kann, diese Aussagen. Es ist eher so, dass das größte Problem der ganzen Biobranche Warenknappheit ist und die Nachfrage im Moment bedauerlicherweise deutlich schneller steigt als die heimische Produktion. Gerade hier in Bayern hat ja unser Landwirtschaftsminister ein Programm ausgerufen, die heimische Produktion zu verdoppeln. Zu einer Zeit, wo wir an der Vermeisung unserer Landschaft für Energiepflanzen leiden, haben selbst die besten Produzenten, die wir haben, Schwierigkeiten, an Flächen heranzukommen. National, das ist auch eine GfK-Zahl, geht man davon aus, dass der Markt für biologisch erzeugte Nahrungsmittel ca. 7 Milliarden groß ist. Damit reden wir über 4% Gesamtanteil. Und wenn Sie die Statistiken der GfK über die letzten Jahre
nachvollziehen, kann man eigentlich über die ganzen Jahre eine kontinuierliche und deutliche Steigerung feststellen. Also wir können überhaupt nicht nachvollziehen, wie eine Aussage zustande kommt, dass also der Markt irgendwie nicht weiter wachsen würde. Und die Erosion der Glaubwürdigkeit kann ich auch nicht nachvollziehen. Es ist aus unserer Erkenntnis eben so, dass insbesondere gut informierte Kunden, und da darf man unsere Kunden überhaupt nicht unterschätzen, die sind teilweise sogar exzellent informiert, sich eigentlich dem ganzen Thema saubere Nahrungsmittel eher mehr zuwenden. Ja, und unsere Erfahrung ist auch, dass eigentlich das Marketing, was man so klassischerweise im Handel irgendwie betreibt, bei uns anders aussieht. Bei uns hat es sehr viel mit Verstehen zu tun. Sie sagen, die bayerische Regierung will die Flächen verdoppeln. Bis 2020 ist das geplant. Die Bioproduktion, unser Landwirtschaftsminister Herr Brunner, hat erfreulicherweise sich in diese Richtung ja aufgestellt. Das ist aus unserer Sicht ja auch eine höchst sinnvolle Maßnahme. Wir reden hier über eine heimische, wenig von europäischen Sponsorengeldern abhängige, qualitätsorientierte Produktion, die hier erfreulicherweise eine sehr große Nachfrage genießt. Ja, und es ist eine gewisse Tragik, dass es angesichts der öffentlichen Rahmenbedingungen, also Förderung von Energiepflanzen, selbst erfolgreichen Produzenten nicht unbedingt gelingt, an zusätzliche Flächen heranzukommen. Aber Sie haben es auch schon wahrgenommen, dass da Kritik geäußert wird in Richtung Bio. Warum entsteht dieses Bio-Bashing? Das ist in meinen Augen eigentlich ganz einfach zu erklären. Wissen Sie, der Kampf um den Erfolg in Bio ist nichts anderes als der Kampf um Glaubwürdigkeit zum Thema saubere und qualitätsorientierte Nahrungsmittel. Ja. Und die großen Konzerne haben natürlich an der Stelle den Kampf um die öffentliche Meinung angefangen. Ja. Und sie können es schlecht ertragen, wenn so eine kleine Biobranche die Qualitätsführerschaft für sich auch mit sehr starken Argumenten einfordert. Ja. Und das möchte keiner hören, dass in den großen Geflügelställen wie es da so schön heißt, Tierproduktion, ich verwende mal bewusst diesen aggressiven Begriff, dass eine Tierproduktion ohne den massiven Einsatz von Antibiotika gar nicht möglich ist. Mhm. Ja, und da möchte auch keiner drüber reden, dass drastisch mehr Antibiotika in Deutschland im Rahmen der Tierhaltung eingesetzt wird, als für die Behandlung von Menschen. Und wenn Sie dann über das Thema multiresistente Keime sprechen, ja, dann ist ja den Menschen in Deutschland eigentlich klar, dass sie nicht aus dem Himmel geregnet kommen, sondern dass sie irgendwo herkommen. Und wenn man dann noch weiß, dass gerade die Reserveantibiotika im Moment auch in die Tierhaltung eingebracht werden, dann muss ich sagen, hat das was für mich mit Staatsversagen zu tun. Und das ist ein Skandal. Und wenn Sie solche Begriffe verwenden, dann haben sie die großen Konzerne bis ans Maximum herausgefordert und zum Kampf um die öffentliche Meinung eingeladen. Das Thema Pestizide müssen wir gleich besprechen. Ich möchte jetzt nur noch einmal auf Ihre Branche zukommen. Erleben Sie da auch, dass die Platzhirsche erklären, dass es im Grunde genommen völlig überflüssig ist, ob Kleidung aus Naturstoffen produziert wird oder nicht, weil im Endeffekt geht es darum, sitzt sie bequem, ist sie warm, sieht sie gut aus? Also bei mir im Laden ist es schon so, dass die Leute eigentlich immer mehr darauf achten, dass es immer ein größeres Publikum ist, die darauf achten, gerade bei den Kindern, dass die Kinder ökologische Kleidung tragen. Ich kann das jetzt so nicht. Was erklären Sie denn den Leuten, was der Vorteil ist von dem, was Sie da verkaufen? Also es ist ja jetzt mitnichten günstiger, wenn man bei Ihnen einkauft. Was sind die Vorteile? Also so wirklich teurer ist es ja auch nicht, ne? Also nicht mehr, weil es ja jetzt auch immer mehr gibt. Und das ist ja auch so, umso mehr es gibt, umso günstiger ist es ja dann auch in der Herstellung, ne? Und es ist so, dass es gibt ja die zwei Schienen. Es gibt einmal die Produktion, das ist praktisch, dass Baumwollarbeiter sterben, dass Näherinnen sterben. Das ist halt einfach, wenn du eine GOTS-Zertifizierung hast, ist das einfach nicht der Fall, weil darauf geachtet wird. Und dann kommt natürlich auch noch der Anbau, dass du sagst, aus kontrolliert biologischem Anbau, die Sachen sind nicht gespritzt. Und das ist natürlich, sind keine Schadstoffe drauf, sind keine krebserregenden Stoffe drauf. Und ich denke mir, warum muss man es mit Gift machen, wenn es ohne auch geht? Herr Schweißfurth, erleben Sie das eigentlich auch, dass die Menschen das zwar alles auch, was wir gerade gehört haben, also zwar wahrnehmen, aber im Grunde genommen dann eben doch über den Geldbeutel einkaufen? Denn auch gerade in der
Lebensmittelbranche ist es ja so, dass also biologische Produkte nun doch teurer sind als sogar erheblich teurer sind, was sozusagen dann auch die Frage aufwirft, sind nur die Wohlhabenderen, die gesünder leben können? Wissen Sie, das Ganze ist natürlich auch irgendwo eine Frage der Weltanschauung. Und nicht nur eine Frage des Geldbeutels, sondern eine Frage der Weltanschauung, eine Frage des Bewusstseins. Was ist es mir wert? Und da muss ich schon mal anfangen, ein bisschen nachzudenken, was Sie auch eben gesagt haben. Ich muss nachdenken, wie entstehen eigentlich die Lebensmittel und wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen den ökologisch und regional hergestellten Lebensmitteln und den industriell hergestellten Lebensmitteln. Mit dem Geldbeutel hat das nicht in erster Linie zu tun. Ich kenne Leute, die reich genug wären, das aus der hohlen Hand bezahlen können, aber denen bedeutet das nichts. Und ich kenne einfache Menschen, die Kinder haben, denen ist es wichtig. Es ist im Wesentlichen nicht eine Frage des Geldes, sondern eine Frage der Weltanschauung. Und da liegen natürlich die eigentlichen und ganz großen Unterschiede. Nicht? Wenn man mal anfängt zu fragen, zum Beispiel bei den Tieren, wie hat das Tier gelebt, von dem ich jetzt hier ein Kotelett esse oder einen Schinken? Was hat das Tier gefressen? Wie ist das Tier vom Leben in den Tod gebracht worden? Und da liegen natürlich irrsinnige Unterschiede. Aber dem einen bedeutet das etwas und dem anderen ist es scheißegal. Ich muss Sie darauf ansprechen, wir hatten ja hier in der letzten Woche, das ist schon ein paar Wochen her jetzt, dieses Thema mit der Kuh. Die Kuh ist zum Schlachten gebracht worden auf dem Schlachthof, konnte entwischen und ist dann zweimal oder einmal ums Oktoberfestzelt, Festzeltplatz da gelaufen und wurde dann erschossen. Man hatte dann hinterher gesehen, dass es Menschen gab, die da Lichter hingestellt haben und der Kuh nachgetrauert haben. Wie haben Sie das erlebt? Ach, für mich war das eine alberne Geschichte. Ich meine, diese arme Kuh hat schreckliche Angst gekriegt und ist ausgebüxt. Nicht, weil es nach meiner Vorstellung den bevorstehenden Tod gekannt hat, sondern die ist ausgebüxt, weil es Angst hatte und hat noch ein paar schöne Spaziergänge gehabt. Und hat auch eine Viertelstunde länger gelebt. Aber dann gibt es natürlich unendlich viele Menschen, Tierschützer, die meinen das auch ehrlich. Ach, das arme Tier, ach, das liebe Tier. Aber wir müssen ja mal darüber nachdenken, was bei allem Respekt vor den Tieren, wir leben von den Tieren. Und ohne die Tiere können wir nicht leben. Und wir sind zwar als Menschen verpflichtet, mit Tieren anständig umzugehen, weil wir Dinge wie Moral und Ethik denken können. Wir sind auch gehalten, dafür zu sorgen, dass wir nichts von einem Tier wegwerfen. Aber ohne die Tiere können wir auf dem Planeten Erde nicht leben. Wir essen Fleisch, weil wir ja selber auch Tiere sind, ganz tief da drin. Und als Tier, nicht, geht es, das Tier in uns schreit nach Fleisch. Die Ethiker wollen das zwar nicht wissen, die können natürlich auch in Begriffen von Moral und Ethik denken und sagen, ach, Tiere sind empfindungsfähige Wesen, wir dürfen sie nicht halten, wir dürfen sie nicht nutzen, wir dürfen sie nicht töten, wir dürfen sie nicht essen. Das kann man stringent auch nachweisen. Nur die Realität auf dieser Welt ist eine andere. Aber leben Sie da nicht, ich sage mal, in einem Cocoon, in einem geschützten Umfeld in Hermannsdorf, wo Sie also Ihren Bauernhof haben, weil Sie haben einen gewissen Absatz und mehr braucht es auch nicht, während andere eben anders kalkulieren müssen und deshalb eben auch andere Maßnahmen ergreifen, um ihre Produkte auf den Markt zu bringen. Aber ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel danach gedacht. Ich bin Metzger. Ich habe das Handwerk gelernt. Ich habe mit meiner Hand sehr viele Tiere selber getötet. Ich weiß, was das bedeutet. Ich habe viel darüber nachgedacht und bin also zu der Auffassung gekommen, ja, das gehört einfach dazu. Wir müssen Fleisch essen, wir essen Fleisch. Aber ganz entscheidend ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Mit welcher geistigen Grundhaltung gehen wir damit um, wenn wir Tiere halten? Müssen wir dafür sorgen, dass sie gut leben,
dass es, sie Gutes zu fressen bekommen, dass sie vor allen Dingen auch achtsam vom Leben in den Tod gebracht werden. Man muss also Fleisch, wenn man schon Fleisch isst, mit gutem Gewissen essen können. Und weniger müssen. Wir müssen lernen, weniger Fleisch zu essen und nichts wegzuwerfen, was von einem Tier essbar ist, achtlos einfach weg in den Müll. Da müssen wir noch unendlich viel lernen. Herr Paulke, beschreiben Sie doch mal bitte die Kunden, die zu Ihnen kommen. Man hat so das Gefühl, oder man stellt sich bei Basic-Kunden, stellen sich viele Menschen vor, das sind zwar sind Leute, die sich sehr intensiv mit den Produkten auseinandersetzen. Aber was würden Sie sagen, zeichnet Sie noch aus? Also grundsätzlich steht erstmal über unseren Läden, wenn ich da anfangen darf, Biogenuss für alle. Ja, ist doch nicht machbar. Doch, natürlich. Warum soll das nicht machbar sein? Weil die Flächen fehlen und die Preise zu hoch sind. Wissen Sie, das ist auch Bestandteil der Auseinandersetzung um die öffentliche Meinung. Vor Fukushima gab es noch die Studien, dass der Wohlstand in Deutschland von der Kernenergie abhängt. Die will heute keiner mehr hören, aber die waren genauso Bestandteil des Kampfes um die öffentliche Meinung. Und über viele Jahrzehnte ist behauptet worden, dass nachwachsende Energie und regenerative Energien Deutschland nicht versorgen können. Ich glaube, diese Diskussion hat sich mittlerweile ziemlich erledigt, also mit Ausnahme von Reservekraftwerken. Und genau dieser Kampf um die öffentliche Meinung findet auch an dieser Stelle mit Fehlinformationen und mit viel Nebel, der geworfen wird, um die öffentliche Meinung und das, was so als Wahrheit irgendwie angesehen wird, findet genauso statt. Natürlich können Sie Bio für alle ausbauen. Das setzt aber voraus, dass man das will. Ja, und Sie hatten ja nach den Menschen, die zu uns kommen, gefragt. Ich glaube, man kann sagen, dass das A über alle Altersschichten erstmal geht. Ja, wir sind in Studentenstädten, wir sind aber auch in Standorten, wo wir mit älterem Publikum es zu tun haben, da wo auch der Arzt schon mal so ein paar Hinweise gegeben hat. Das ist immer sehr hilfreich, wenn das Bewusstsein da ist, sich mit der Ernährung auseinanderzusetzen, wenn Gesundheitsfragen eine Rolle spielen. Und gerade bei dem Thema junge Familien reden wir über eine der Kernzielgruppen, die wir haben, die jungen Muttis, die sich fragen, was tue ich da meinem Kind eigentlich an und möchte ich den nächsten Arztbesuch beim Kinderarzt mit dem nächsten Putenschnitzel ersetzen. Ja, also da wird sehr intensiv über die richtige Zusammensetzung der Ernährung nachgedacht. Ja, und da sind wir sicherlich mit sehr viel mehr Leidenschaft engagiert, als es andere sind. Aber glauben Sie dann, dass das, also, es eine Verharmlosung gibt den Chemikalien gegenüber, die ihre Konkurrenz sozusagen täglich einsetzt? Oder? Ja, also der Kampf um dieses Thema wird mit allerhand Techniken geführt. Es ist sicherlich einmal das Thema Verharmlosung oder ist es auch, sagen wir mal, das Setzen von Gegenthesen, wie zum Beispiel Regionalität ist das neue Bio, was natürlich eine vollkommene Desorientierung ist, die da gestreut wird. Wenn man das Thema biologische Produktion von Nahrungsmitteln genau verstanden hat, weiß man, dass das ein intrinsischer Bestandteil ist. Ja, und so in dem Wechseln der Positionen, ein Wesensbestandteil von Bio ist. Ja, also in unserem Konzept ist Bio im Grunde genommen der Versuch, das ist ein abgedroschener Begriff, deswegen mag ich ihn nicht, ja, ein ganzheitliches Konzept irgendwie zu haben, ja, wo es darum geht, was Sinnvolles zu tun. Keiner macht mehr den Begriff nachhaltig verwenden, weil er wird ja wahrscheinlich auch mittlerweile bei nachhaltigen Autoreifen irgendwie verwendet. Er ist ja derart abgedroschen. Aber für uns ist dieses ganze Thema der Versuch, sich vernünftig und insgesamt sinnvoll zu bewegen. Ja? Und dann kommt man automatisch dazu, dass Regionalität ein Bestandteil von Bio ist. Ja, und diejenigen, die Bio nicht können, die erliegen dann der Versuchung zu sagen, Regionalität ist das neue Bio, aber es ist nichts anderes als gezielte Desorientierung. Wie ist denn Regionalisierung in der Kleiderindustrie und bei Naturprodukten machbar? Ist das überhaupt machbar? Da ist es nicht machbar bei Baumwolle. Also das nächstgelegene ist die Türkei. Aber die Firmen versuchen, dass es dann einfach auch entweder in der Türkei verarbeitet wird oder in Deutschland verarbeitet wird, dass du halt nicht diese Transportwege hast. Ne? Und aber du musst einfach ins Ausland gehen. Das gibt es in Deutschland dann nicht. Dann wird der Transport natürlich auch für die Umwelt schwierig in dem Moment. Ja, aber da gibt es keine andere Möglichkeit. Ich meine, bei Spielsachen ist es was anderes. Bei Holz, da versuche ich dann schon, dass ich Firmen habe, die dann in Deutschland oder eben Österreich oder so wo das Holz herholen. Aber bei der Kleidung ist es einfach nicht möglich. Ne? Was ist denn? Ja. Ich würde gerne etwas dazu sagen.
Ich habe das Gefühl, was jetzt in der ökologischen Kleidung passiert, ist genau das Gleiche, was vor 30 Jahren mit ökologischen Lebensmitteln passiert. Und ich weiß ein bisschen darüber, weil meine Enkelin Anna Schweißfurt mit einem kleinen neuen Unternehmen Jubi genau in diese Richtung hineingeht. Schöne Kleidung zu machen, die nicht mit Chemie vollgepumpt ist. Wir machen uns ja überhaupt keine Vorstellung, was da alles an Chemie in der Kleidung drin ist, was wir auf unserer Haut tragen. Langsam ändert sich das Bewusstsein, man fängt darüber an nachzudenken, was wir da alles auf der Haut tragen. Und ich habe dann auch gesagt, Anna, da muss man schon eine deutliche Sprache sprechen. Und habe ihr gesagt, habe ihr empfohlen, wirklich deutlich zu sagen, was der Unterschied ist bei ihrer Kleidung. Liebe Kunden, ich mache schöne Kleidung für Sie, hier und nicht irgendwo. Chemie bleibt draußen und Sklavenarbeit auch. Ja. Dann weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ja, aber es ist dass richtig, hier die schrecklichen Fabriken in Bangladesch gemeint sind, dann klickt bei jedem sofort. Aber da waren aber. Bei der Kleidung ist es halt einfach noch nicht so verbreitet. Bei den Lebensmitteln ist es wirklich schon verbreiteter, ne? Und bei der Kleidung ist aber es wirklich auch Sprache sprechen. Nicht so verbreitet, was an Giftstoffen drin ist oder eben auch das mit dem fairen Handel, was ich finde, was wirklich ein wichtiges Thema ist. Ne? Also es sterben einfach im Jahr, was weiß ich, 5000 Baumwollarbeiter an Vergiftungen. Ne? Sterben Näherinnen, die jetzt nicht nur in Bangladesch, es ist ja auch, die sterben ja teilweise auch, weil sie gespritzt werden mit Amphetaminen, wenn viel Arbeit ist. Die müssen 12 bis 15 Stunden am Tag arbeiten. Also das sind teilweise Zustände, was man sich bei uns überhaupt nicht vorstellen kann. Ne? Wenn wir wiederkommen, würde ich gerne von Herrn Paulke wissen, was die Bioindustrie verbessern könnte, um dem Verbraucher klarzumachen, dass er damit ein Produkt sich einhandelt, was zumindest ja, kann man sagen, gesünder ist als das, was die normale Lebensmittelindustrie anbietet? Spannend geht's jetzt weiter. Das Stadtgespräch wird präsentiert von der Augenklinik Theresienhöhe. Ja, liebe Zuschauer, wir unterhalten uns über ökologischen Anbau und Bio-Lebensmittel. Und ich würde ganz gerne mal wissen, wo wird in Ihrer Branche eigentlich betrogen? Weil viele haben da auch Angst, dass sie sozusagen da, wo Bio draufsteht, eigentlich überhaupt nicht Bio bekommen. Wie kann ich als Verbraucher mich vergewissern, dass ich, wenn ich dann schon mehr Geld zahle, auch wirklich das kriege, was draufsteht? Ich glaube, man kann sagen, dass biologisch erzeugte Lebensmittel die am intensivsten und gründlichsten kontrollierten Lebensmittel überhaupt sind. Wenn es den Betrug irgendwo gibt, wenn wir das wüssten, dann würde er nicht stattfinden. Ja, also der menschliche Geist ist ja sehr kreativ, ja, aber es wird in der Branche wirklich mit sehr viel mehr Aufwand und sehr viel mehr Entschlossenheit und auch mit mehr Leidenschaft daran gearbeitet, die besseren und die sauberen Lebensmittel anzubieten. Und das hat dann zur Folge, dass eben, und ich hatte ja vorhin schon dieses Thema Energiepflanzen angesprochen, es per se so ist, dass, wenn Sie die Produktion sich ansehen, die Bio-Nahrungsmittel eigentlich in der Regel die sind, wo man am meisten Kopfschmerzen hat, wo am meisten reingeredet wird, wo Kontrolleure kommen, die sonst nicht kommen. Ja, man muss ja die Bauern auch verstehen, die haben ja auch Kinder. Ja, und wenn es auch über öffentliche Förderung so viel einfacher ist, Energiepflanzen zu produzieren und dann Geld zu verdienen, um mit den Kindern auch mal Urlaub zu machen, das muss man ja auch alles sehen. Ja, aber ohne die Bauern, die sich mit viel Leidenschaft quälen lassen, auch von Kontrollstellen immer wieder ansprechen lassen, man darf die halt auch nicht immer nur für Idealismus irgendwie dann aufrufen. Ohne Idealismus ist es sowieso nicht machbar und perfekte Kontrolle, glaube ich, kann niemand anbieten. Da würde man sich auch schöner machen, als man am Ende des Tages ist. Aber was man sagen kann, ist, dass es niemanden gibt, der mit so viel Kraft dabei ist, diese Sicherheit sich zu erarbeiten als die Biobranche. Herr Schweißfurt, hat es Sie gewundert, als Sie zum ersten Mal festgestellt haben, dass die Discounter jetzt auch Ecken in ihren Läden einrichten, wo Bio draufsteht? Und was bedeutet das für die Biobranche schlechthin?
Nee, das hat mich überhaupt nicht bewundert, denn die sind ja bekannt dafür, diese Unternehmen, dass sie sofort auf den Zug aufsteigen, nicht wahr, wenn der Zug in eine interessante Richtung fährt. Aber es bereitet mir natürlich, wie uns allen in der Branche, schon Sorgen, dass hier so etwas entsteht wie ein Industriebio, das nach den gleichen Methoden gefertigt wird, wie die Industrie das macht, hocheffizient, hochspezialisiert, hochintensiv. Und das macht uns schon große Sorgen. Ist es dann in Ihren Augen nicht mehr Bio, wenn es industrialisiert wird und maschinell abläuft? Das ist für mich einfach nicht gut genug, wenn ich das Ganze betrachte. Erstmal muss ja ein Lebensmittel ganz besonders gut schmecken. Erste Voraussetzung. Wenn es nicht besonders gut schmeckt, dann kann dreimal Bio draufstehen. Es muss besonders gut schmecken. Aber das wissen Sie aus der Anfangsphase, dass das bei Bio nicht immer der Fall war. Das weiß ich und dass es heute immer noch nicht immer der Fall ist. Zweitens muss ich das Gefühl haben, ach, es tut meinem Körper gut. Ich fühle, wenn ich mich so überwiegend ernähre, dann fühle ich mich einfach gut. Das muss man spüren können. Der eigene Körper muss einem das sagen können. Da muss man eben das Gefühl haben, hier tue ich mir selber etwas Gutes, denn ich muss ja nur ein bisschen nachdenken, dann komme ich doch ganz schnell zu der Auffassung, dass es eigentlich nichts Wichtigeres gibt für meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, meine ganze Kraft und meine ganze Vitalität. Es gibt doch nichts Wichtigeres als gute, gescheite Lebensmittel, die Leben vermitteln. Sagen Sie mir etwas Wichtigeres. Ich weiß nichts Wichtigeres Klar. im Leben. Aber ist das dann für Ketten wie Ihre nicht auch erstmal ein bisschen, ja, ich weiß es nicht, befördert das die ganze Bio-Industrie? Oder wenn die Discounter ihre Ecken einbauen für Bio-Nahrung, ist das eher eine Entwicklung, die Sie besorgt macht? Also ich begleite das Thema ja schon eine ganze Reihe von Jahren und die Ängste, die es auch im Fachhandel zum Beispiel gab, dass das Aufkommen von Bioprodukten in konventionellen Handelskonzepten dem Fachhandel die Daseinsberechtigung rauben würde, die kann ich nicht bestätigen, sondern es ist eigentlich eher genau das Gegenteil eingetreten. Ja, es ist sicherlich so, dass die Versuche, und es waren häufig eben auch Fehlversuche, doch immer dazu beigetragen haben, dieses Thema in das Bewusstsein der deutschen Bevölkerung zu tragen. Und das ist sicherlich auch durch verschiedene Skandale immer wieder passiert. Aber am Ende des Tages ist die Entwicklung, die man jetzt seit Jahren feststellen kann, dass diejenigen, die vielleicht irgendwann mal in Kontakt mit dem Thema Bio gekommen sind, wenn sie sich dann eben sehr dafür interessiert haben, doch wieder alle im Fachhandel irgendwann zu finden sind. Ja? Das kann man auch in den entsprechenden GfK-Statistiken wiederfinden. Die Menschen, die sich wirklich dafür interessieren, und es ist mittlerweile so, dass ungefähr 100% der Haushalte irgendwann mal im Laufe eines Jahres mal auch einen Bio-Artikel gekauft haben und sei es aus Versehen bei Aldi mitgenommen haben. Da gibt es sicherlich auch Kunden, die das gezielt kaufen, aber in der Statistik müsste man das eigentlich nicht daran, ob überhaupt mal gekauft wurde, sondern wie oft und wie intensiv. Ja, und die Kunden, die, also sagen wir mal einmal in der Woche, Bio-Artikel kaufen, die finden sie mehrheitlich im Fachhandel. Trotzdem ist der Umsatz nicht mehr so schnell gewachsen in den letzten Jahren wie davor. Ja, weil der Nachschub fehlt. Sie haben das ja eben schon gesagt, also das der Nachschub Problem, hier aus der Region. Ja, also das ist ja etwas, was wir als Branche auch beklagen und wo wir uns eben eine Veränderung der Rahmenbedingungen wünschen. Ja, ist ja schon mal für die Branche eine schöne Situation, dass der Landwirtschaftsminister sich dazu bekannt hat, aber die Situation hat sich eben nicht geändert. Ja? Also wir kämpfen wir kämpfen um die Mengen, wir kämpfen darum, aus der Region Ware zu bekommen. Und das ist eine Tragik, dass also wir hier eigentlich eine für die Landwirtschaft sehr schöne Situation haben, aber es zu wenig Umsteller gibt, ja, die eben sich dann in diese Richtung orientieren. Die Umsätze sind nicht deshalb geringer gewachsen in den letzten Jahren, weil es weniger oder Verbraucher gibt, die sich jetzt für Bio entscheiden, sondern weil es zu wenig Flächen gibt, wenn ich Herrn Schweißfurth
höre, dann, aber das kann doch nicht der einzige Grund sein. Das würde ja bedeuten, dass der Nachschub nicht so schnell geliefert werden kann. Also wir stellen es immer wieder fest, dass natürlich die Marktforschung an der Stelle auch darunter leidet, dass es wenig große Firmen gibt, die überhaupt Studien finanzieren. Mhm. Ja, die These, dass also Bio sich nicht oder sich unterproportional im Wachstum weiterentwickelt hat, die würde ich so gar nicht bestätigen. Das hängt immer von einer ganzen Reihe von Themen ab. Und wir können für die Gesamtbranche eigentlich kontinuierliches Wachstum insgesamt vermelden. Und zwar in einem Ausmaß, dass im Jahr 2014 und im Jahr 2015 wird es sicherlich auch so sein, ein immer intensiverer Kampf um die Ware stattfindet. Wie ist das in der Bekleidungsindustrie? Kann man sich einen Shop im Shop vorstellen, also dass ein großes Kaufhaus Naturprodukte in einer Ecke anbietet, so wie es die großen Discounter bei den Lebensmitteln machen? Es gibt es ja teilweise auch schon, ne? Aber ich denke, dass der Erklärungsbedarf da auch ein bisschen fehlt, dass die Leute gar nicht genau wissen, was ist es dann eigentlich, wenn sie nicht in ein Spezialgeschäft gehen und das Personal auch gar nicht ausgebildet ist dazu. Und dann ist das Problem im Kleidungsbereich, dass es gibt ja schon größere Firmen, die das anbieten, wo aber dann die Verarbeitung nicht dementsprechend ist. So wie Sie es vorher auch schon angesprochen haben im Lebensmittelbereich, dass die Sachen, es ist vielleicht Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau, aber es geht ja weiter, ne? Es geht ja um die Näherinnen, es geht um die Produktion, was kommt auf die Baumwolle drauf, welche Giftstoffe kommen drauf und das ist da ja nicht mehr gegeben. Also das würde dann im Verständnis bedeuten, dass es im Grunde genommen als Ware für die große Masse gar nicht angeboten werden kann. Können schon. Aber es ist halt einfach günstiger, das dann nur teilweise so zu produzieren. Ne? Also klar kann man es anbieten. Aber also was würden Sie sagen, wie viel Prozent macht das, was Sie vermarkten, im Ganzen aus? Ach, das ist bei Kleidung wirklich minimal. Ich denke mal, das ist. Ja. Sie lachen. Also bei Lebensmitteln ist es ja noch. Lebensmittel ist es auch im einstelligen Bereich, oder? Wobei es bei der Kleidung schon auch im Wachsen ist. Also wenn ich mir denke, ich habe ja meinen Laden seit 20 Jahren. Und es gibt wesentlich mehr Firmen, es gibt auch wesentlich schickere Sachen und die Auswahl wird immer größer. Also das kann man schon sagen, dass die Frage danach ist schon da. Ne? Also ich muss sagen, es wird ja immer der Preis wird angeführt. Das ist ja ein Totschlagargument. Ja, das ist doch viel zu teuer. Worüber reden wir eigentlich bei Lebensmitteln? Ich denke, wir sind jetzt angekommen, dass der Durchschnittshaushalt in Deutschland nur noch fast 10% ausgibt für seine Lebensmittel. Worüber reden wir eigentlich? Bei der Milch 30 Cent pro Liter. Wir sind doch eine wohlhabende Nation im großen Durchschnitt. Ich weiß natürlich auch, dass es arme Menschen gibt. Das ist ein Totschlagargument. Und das benutzen vor allen Dingen die Reichen, die gerade aus dem großen Mercedes aussteigen, braun gebrannt sind, weil sie zweimal auf den Malediven waren. Und dann bemühen die arme, alleinerziehende Mama. Es ist nichts als ein dummes Totschlagargument. Ich wollte eben noch mal zurückkommen. Sie hatten so ein bisschen kritisch geäußert, ich muss kritisch fragen. Schweißfurt, du hast da so sein Wolkenkuckucksheim gebaut, das nicht ein reicher Mann leistet sich die Verwirklichung eines Traumes und das ist eine ökoromantische Veranstaltung für reiche Leute. Nein, dem muss ich ganz vehement widersprechen. Ich weiß, dass ich in der glücklichen Lage war, dass ich über das Geld verfügte, sowas in die Welt zu setzen. Ich hätte ja auch kein Pfennig Geld von irgendeiner Bank bekommen. Mhm. Und von Brüssel hätte ich auch keine Subvention. Ich musste es selbst finanzieren. Ich habe alles auf diese Karte gesetzt. Ich habe mein ganzes Vermögen in die Stiftung, mein ganzes Vermögen in die Hammersdorfer Landwerkstätten gesetzt, weil ich einmal geprägt durch meine eigene Vergangenheit, weil ich einfach die Schnauze voll hatte, weil ich einfach mal zeigen wollte, wie man Lebensmittel mit großer Verantwortung und Respekt vor der Natur in einer ganz anderen Weise
Ich sehe das auch. Ich muss aber da einhaken, weil das als Kuckucksei-Heim habe ich das überhaupt nicht gesehen. Ich sehe das als Modell, als Vorzeigemodell, ja, wo sich andere dran orientieren können, weil das ja bei Ihnen so wunderschön klappt alles. Ich finde es viel auch ungeheuer spannend, wenn man sich überlegt, dass die Bio-Lebensmittelindustrie nur 4%, haben Sie gesagt, überhaupt nur ausmacht. Dafür ist ja eigentlich das Bewusstsein, dass es sowas gibt, sehr groß. Ja, also wenn ich mir andere Produkte irgendwie angucke, die nur 4% des Marktes überhaupt besitzen, die kennt man dann auch überhaupt nicht. Aber ich würde mal sagen, Bio-Produkte kennt jeder, aber gekauft werden nur 4%. Da ist doch eigentlich eine riesige Spannbreite noch da drin. Ne? Es gibt diesen schönen Satz, Läden sind Bühnen des Zeitgeistes. Und der Zeitgeist ändert sich. Ja, und der führt auch dazu, dass Basic erfolgreich ist. In letzter Zeit ganz besonders stark, spüre ich. Es gibt schon einen Wandel in dem Umgang mit Lebensmitteln. Ja, das ist so ein Prozess der Bewusstwerdung. Ja, und das ist ein kontinuierlicher, ja, der teilweise durch Ereignisse, also Lebensmittelskandale, befeuert wird. Teilweise entsteht er durch Lebensbiografien. Ja, es ist ja so, dass wir quasi von einer Lawine betroffen sind von Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Mit Verlaub, die fallen auch nicht einfach so aus dem Himmel. Ja, ich glaube, dass der liebe Gott da was anderes gerade zu tun hat. Der kümmert sich jetzt vielleicht um, weiß ich nicht, aber darum wahrscheinlich gerade mal nicht. Dadurch werden Menschen eben gezwungen, sich mit ihrer Ernährung auseinanderzusetzen und den Themen, die sie in der Vergangenheit nicht bedacht haben. Vor allem, wenn die Kinder krank werden. Vor allem, wenn die Kinder krank werden, völlig richtig. Ja, so gibt es also eine ganze Reihe von Gründen, die dazu führen, dass das so ein lang anhaltender Prozess ist. In der Tat ist es so, dass wir hier über eine klare Minderheit der Gesamtausgaben sprechen, aber es ist kontinuierlich wachsend und es ist interessanterweise eben so, dass das einen Prozess eigentlich des Verstehens voraussetzt. Ja? Und ich glaube, dass verschiedene andere Änderungen, die wir in der Gesellschaft im Moment sehen, ja, auch, man darf ja auch den jungen Menschen Moralität gar nicht absprechen. Ja? Wir erleben ja ganz viele Diskussionen, die mit einer großen Sensibilität zum Thema Moral zu tun haben. Und eben dieses Motiv darf man nicht unterschätzen, was, glaube ich, auch viele Mitarbeiter der Basic AG persönlich befasst. Ja? Ich möchte mich bei meinen Kindern auch nicht entschuldigen, was ich auf der Welt so hinterlassen habe. Ja? Ja, genau. Da werden wir bei dem Apokalyptiker und Herr Schweißfurth, irgendwie habe ich eine Aussage von Ihnen in Erinnerung, die Sie auch gar nicht vor zu langer Zeit gegeben haben, wo Sie sagen, wenn das alles so weitergeht, dann haben wir unsere Erde irgendwann leer gefressen, gemeinsam mit den Tieren, und dann ist irgendwie nichts mehr da. Und Sie haben den Zeitpunkt auf 20 Jahre festgelegt. Ist das der Apokalyptiker Schweißfurth, der sagt, dann ist eh alles Schluss? Nein, das ist meine feste Überzeugung. Immer mehr Menschen auf dem Planeten Erde und immer mehr Menschen sind reich genug, dass sie mehr Fleisch essen. Und immer mehr Menschen und die ganz vielen Menschen und die ganz vielen Tiere, die es in 20 Jahren geben wird, die werden die Erde kahl fressen. Das ist für mich so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber wir haben ja noch 20 Jahre Zeit. Wir sind ja doch vernunftbegabte Menschen. Wir sind ja doch schließlich Homo sapiens sapiens. Wir können das alles ändern, aber wir müssen schon eine ganze Menge tun, damit wir noch rechtzeitig die Kurve kriegen. Sind Sie bereit, bei Basic weniger Fleisch zu verkaufen? Ja, das ist kein Problem für uns. Das findet ja in der Gesamtbranche statt, wobei es eben auch ein Konzept gibt, wie wir versuchen, mit dieser Situation umzugehen. Wir sind ja bemüht, quasi Bio nicht als Ausrede für Unprofessionalität gelten zu lassen, sondern versuchen da möglichst leistungsfähig zu sein. Und das führt jetzt eben dazu, dass wir, wenn die Menschen weniger Fleisch essen, ist das meistens verbunden mit dem Anspruch, dann sehr gutes Fleisch anzubieten, dass wir auf diesen Trend aktiv reagieren. Und da kann ich Ihnen in unserem Sortiment ganz klare Beispiele liefern, auch an der Fleischtheke, wie wir damit umgehen. Aber derjenige, der für die Fleischtheke verantwortlich ist und den Sie dann fragen, warum der Umsatz zurückgegangen ist, der hat es dann etwas schwieriger. Also ich glaube, ich habe jetzt den Kollegen natürlich vor meinem geistigen Auge. Ich glaube nicht, dass der kurz davor ist, in Tränen auszubrechen. Also den nehmen wir schon mit, ja.
Ja, das ist das Entscheidende, dass sie ihn dann weiter mitnehmen. Natürlich. Und der wird dann wahrscheinlich zu Pasta oder so umsteigen wollen, wenn das wirklich eintritt, was Herr Schweinfurt uns hier prognostiziert, dass es in 20 Jahren die Erde leer gefressen ist. Und dann, dann gibt es auch keine Kühe mehr. Ne? Die können ja dann nirgendwo überleben, außer in Ställen, wo sie in der Welt. Wir können, ich bin fest überzeugt, wir können 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten Erde ernähren. Immer unter der Voraussetzung, dass wir weniger Fleisch essen. Mhm. Fleisch ist etwas so Wertvolles, Fleisch ist etwas so Kostbares. Immerhin musste ein Tier getötet werden, das leben wollte. Dass es nicht mehr jeden Tag auf den Teller gehört und nicht mehr in den großen Mengen. Satt werden kann man doch wunderbar. Ich praktiziere das ja auch inzwischen. Satt werden kann man durch Kartoffeln, durch Gemüse, durch Nudeln, schmeckt wunderbar. Und dann freut man sich auch richtig auf ein gutes Stück Fleisch. Ich bin inzwischen so weit, dass ich, weil ich ja genau weiß, was da heute alles läuft in den Intensivstellen und in den großen Schlachtfabriken. Ich bin heute so weit, dass ich gesagt habe, ich werde jetzt Vegetarier. Wenn ich nicht genau weiß, wo das Fleisch herkommt und wie das Tier gelebt hat. Und ich stelle fest, das geht auch ganz gut. An dieser Stelle müssen wir uns bei Ihnen bedanken. Das war eine ganz interessante Sendung. Und jetzt stehen wir halt, oder wir haben das Oktoberfest ja jetzt hinter uns. Genau, also die Händel sind gegessen. Jetzt können wir uns auf Kartoffeln, Gemüse, Obst konzentrieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie zugeschaut haben. Bleiben Sie weiter dran, das Programm bleibt weiter interessant. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hoven. München sehen und erleben. Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von der Augenklinik Theresienhöhe.